Singen ist schon auf normalem Weg nicht jedermanns Sache. Spannend wird's erst recht, wenn unter Wasser gesungen wird. Eine Person singt und die anderen raten. Das sind die Regeln bei SingStar. Auszubildende Lara und Abiturientin Jackie treten heute im Team an. Wer von ihnen kann wohl am besten singen? Also ich würde tippen, dass sie es ist, weil ich der Rat der Experte dafür bin, weil ich mehr Musik höre als sie. Dann legen wir mal los. Pro richtig erratenem Song gibt es 20 Euro. Lara zieht das erste Lied. Ich muss ganz ehrlich sagen, also von den Handbewegungen her würde ich es kriegen. Aber singen, das ist doch so eine komische Sprache, ne? Nicht einfach nur singen, unter Wasser singen. Na dann, lass mal hören. Naja, wenn man es weiß, kann man schon drauf kommen, aber Jackie hat null Ahnung. Echt nicht, kein Meter. Nochmal. Dann im zweiten Versuch, oder? Ich bin blöd, aber war das Macarena? Ja! Ja! Hey, 20 Euro haben die beiden schon mal gewonnen. Jetzt ist Jackie dran mit Singen. Wir verraten noch nicht, welches Lied gesungen wird, denn wir raten mit. Alles klar. Lara, hast du was erkannt? Was war das? Ganz im Ernst, was war das? Streng dich an, Jackie. Das war nix und auch nach dem dritten Versuch kommt kein Mensch drauf. Was war's? Achieve with Shape of You. I'm in love with your body. Ja, logisch. Jetzt hat Lara nochmal die Chance, 20 Euro für das Team zu gewinnen und zieht den letzten Song. Das Lied kennen wir beide sogar richtig gut, wenn wir uns nicht allzu blöd anstellen. Schauen wir das. Na, klingt doch nach Selbstläufer. Dann taucht mal ab, Mädels. Eindeutig, oder, Jackie? Du hast nur die Melodie gesungen, wa? Nein, das ist auf Teiltext. Echt? Ja. Das ist wirklich so. Doch weder beim zweiten noch beim dritten Versuch kommt Jackie auf den Song. Lara löst auf. Du da die da. Okay. Ja, fuck. Weil das ein Lied ist, was wir jedes Mal hören, wenn wir auf die Partys und so gehen und dann. Tja, Mädels, dann bleibt's bei den 20 Euro für ein richtiges Lied, aber immerhin.